Guten Abend und herzlich willkommen auf der Rennstrecke Losail in Katar. Ja, und somit herzlich willkommen in einer neuen Saison. Ihr seht hier sieht es ein bisschen anders aus. Wir sind jetzt in der sogenannten Königsklasse angekommen bei der MotoGP. Ich bin bei Movistar Yamaha Racing, Factory Racing. Ja, hier mein Bike. Ich habe jetzt das Team genommen, weil einfach das eine Yamaha war, weil ich auch selber eine fahre und deshalb habe ich mir gedacht, ich gehe einfach mal hier rein. Die anderen Teams, ja, alle Teams konnte ich gar nicht auswählen. Sind da zwei Qualifyings? Qualifying 1, Qualifying 2? Ah, ja, okay, das sind wenig. Klar, MotoGP, bisschen weniger Zeit, zwei Qualifyings und dann. Ah, okay. Ja. Wer dabei ist, weiß ich auch groß gar nicht. Kann ich auch. Was ist mit meinen Datenpacks? Ich kann gar nicht zu meinem Bike gehen. Oder kann ich das nur vom Rennen machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Gibt es da links mal keine Datenpacks? Kann ich das da nicht aufbessern? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Die rote Stiefel, okay, die passen jetzt gerade nicht so ganz. So, es sind auch nur noch. Alter, ist das Ding schnell. Ich muss mich natürlich ein bisschen mal dran gewöhnen. Alter, der fette Reifen. Also natürlich, klar, ist jetzt normal der Reifen, aber dadurch, dass wir die Moto 3 gefahren sind, bin ich so einen fetten Reifen gerade gar nicht mehr gewohnt. Irgendwie sieht das richtig fett aus. Diesmal nur noch 16 Stück auch dabei. Gar nicht mehr so viele. Ich habe jetzt mal die Schwierigkeit auf Mittel gelassen. Vielleicht stelle ich sie ein bisschen hoch, je nachdem, wie ich mit dem Motorrad klarkomme, wie die Gegner sind und so. Wow! Ja, hier sieht man schon mal, das Ding hat natürlich einiges mehr Power. Wenn man hier mal blöd raus beschleunigt aus einer Kurve, dann kann es halt mal sein. Ja, ihr habt es auch schon wieder leicht gesehen, dass es dann halt einfach mal hinten durchdreht. Und dann in der Schräglage, wie so ein Chinese, in der Schräglage aus der Kurve raus kann es halt sein, dass dann einfach mal ein Unfall passiert. Die Rewinds habe ich aber jetzt auch mal auf 3 gelassen, die kann mir auch separat einstellen. Alter, wie der halt immer durchdreht. Da muss ich mir, glaube mir angewöhnen, nicht immer voll beschleunigen, ne, am Anfang. Das ist natürlich dann ein bisschen gefährlich. So, aber die Zeiten sind dann auch ein bisschen übel. Bisschen weniger Zeiten, aber was ich jetzt gerade gar nicht genau weiß, wie das dann mit den Qualifyings gerechnet wird. Also ich bin im Qualifying 1, 5 und im zweiten 10. Was bin ich dann am Schluss? Wird, glaube ich, dann, denke ich mal, irgendwie ein bisschen zusammengezählt. Alter, der hat auch so starke Bremsen. Muss er natürlich auch, aber wenn ich da voll bremse, hier. Ja, okay, hier war es jetzt nicht so. Aber in der einen Kurve war es, bevor ich in die Kurve reingehe, wieder alles blau. So, die Runde zählt ja schon. Position 1. Also haben wir ja einige Sekunden, aber gut. Irgendwie fühle ich auch, dass er ein bisschen tiefer reingeht, oder? Sieht aber, glaube ich, nur so aus. Ich glaube, der ging mit der Moto 3 Maschine auch so ziemlich gleich tief rein. Sieht bei dem nur anders aus. So, aber diesmal auch gar nicht so viele dabei. Aber ich muss sagen, ich komme eigentlich relativ gut klar. Mit dem Rausbeschleunigen natürlich muss ich ein bisschen drauf achten, aber so an sich. Oh, voilà. Ja, ich sag, ich komme gut klar und schon passiert sowas. Aber also an sich habe ich mir das Ganze vielleicht ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ich meine, leider habe ich keine Zeit für die Moto 2. Das war eigentlich so geplant, dass ich zuerst die Moto 3 mache, dann die Moto 2 und dann die Moto GP. Weil dann wären wir auch immer so, sag ich mal, vom Schwierigkeitsgrad immer so ein bisschen weitergegangen. Wenn man bei der Moto GP anfängt, ist, glaube ich, der Einstieg um einiges schwieriger. Bei der Moto 3 war ich ja schon vom Einstieg her ein bisschen, ja, seltsam, kann man sagen. Deshalb, ist es halt so, muss ich leider die Moto 2 überspringen, weil demnächst kommen ja auch wieder neue Spiele raus und wenn ich dann die Moto 2 halt noch mitmache, dann dauert das MotoGP-Projekt noch ein bisschen lange und dann habe ich halt irgendwann
500 Projekte gleichzeitig am Laufen, das mag ich halt nicht. Deshalb bin ich zu dem Entschluss gekommen, die Moto 2 zu überspringen und dafür die MotoGP jetzt zu machen. Weil die wollte ich ganz sicher noch machen, also hier mit den großen Bikes. Ich habe es ja noch gar nicht richtig angeschaut. So, ein bisschen verbessert habe ich mir auch noch. Ja, spulen kann ich hier dann auch noch, oder? Oder kann ich hier nicht mehr spulen bei so wenig Zeit? Aber mit der Position sieht es ja schon mal gut aus. Ist halt wirklich die Frage, ob ich den Schwierigkeitsgrad hochstellen soll. Ich bin derzeit auf Mittel. Nächste wäre dann natürlich schwer. Ist halt die Frage, ob es dann nicht ein bisschen zu extrem ist. Das ist dann immer so eine Sache. Ich weiß nicht, theoretisch müsste doch... Okay, das zählt. Jetzt gedacht, das zählt nicht. Theoretisch müsste doch Rossi und zwar auch mitfahren. Weil ich habe benutzerdefinierter Spieler gemacht. Ich hätte zum Beispiel auch Rossi nehmen können. Ja, jetzt ist gerade egal. Aber ich habe gedacht, ich nehme natürlich mich wieder. Aber theoretisch müsste doch Rossi und zwar dabei sein, oder? Ah, da müsste doch theoretisch dann, wenn ich benutzerdefiniert mache, müsste doch dann einer fehlen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß hier noch so ein bisschen aus Spaß. Ein bisschen gucken, wie das Motorrad so reagiert. Ein bisschen auch mal mit rausbeschleunigen. Ein bisschen so mal schauen, was da so alles geht. Mal so ein bisschen rumspielen hier. Ah, okay. Jetzt ein bisschen probiert zu driften, geht aber schlecht. So, hinter mir. Also ich fahre gerade so schlecht, aber der hinter mir fährt halt noch langsamer. Finde ich dann auch ein bisschen seltsam. Aber ich denke mal so langsam. Ah, jetzt bin ich zu schnell, kriegen gar nicht mehr hoch. Okay. Alter, 5. Gang 300. 6. Gang 330. Und es geht vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Mir ist leider die Strecke ausgegangen. Zum Probieren. Wie schnell die nach oben geht. Richtig übelst schnell. Wie der hinten immer durchdreht. Ich glaube, da brauche ich wohl ganz schnell immer neue hintere Reifen. Ich immer so halb rutschend aus den Kurven rausgehe. So, einmal hier entlang. Alter, wie schnell der nach oben geht. Ich will mal so einen richtig schönen, langen, konstanten Wheelie machen. Aber dazu muss ich, glaube ich, noch ein bisschen üben. Schön, hier haben wir so eine schöne lange Zielgerade. Diese rote Stiefel, die passen sowas von gar nicht gerade. Jetzt habe ich in den letzten paar Rennen habe ich es geändert. Und jetzt würden die weißen eigentlich schon wieder passen. Und jetzt sieht es so total beknackt aus. Auch die Handschuhe so ein bisschen. Wobei die Handschuhe gehen noch so. Ah, obwohl, von vorne gesehen sieht es auch ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, dann mache ich es. Ja, in den Qualifying und im Rennen kann ich es wohl noch nicht ändern, aber dann halt zum zweiten Rennen könnte ich dann mal schauen. So, jetzt einmal nach oben. Ja. Okay, hat nicht so ganz funktioniert. So, ich kann mal ein bisschen langsamer fahren. Na, ah, er geht wieder so schnell runter. Bisschen schwierig. Komm, wir gehen jetzt mal in die Box rein. Was haben wir eigentlich? Ziele sehe ich jetzt gerade gar nicht. Wir gehen mal zurück zur Box. Wieso kann ich hier nicht zu meinem Motorrad hin? Das verstehe ich nicht so ganz. So, wir schauen mal hier. Ist jetzt Rossi zum Beispiel mit dabei? Komischerweise gar nicht mit dabei. Wieso haben die so coole Nummern? Nicht nur so eine blöde 18.
War der eine hier, Hernandez, mit der bunten Zahl. Ich will auch. Voll geil. Dame Yamaha. Forward Yamaha. Was ist denn das? Mein Motorrad ist schon nur einmal dabei. Okay. Vorsprung haben wir genug. Also da können wir vielleicht am Schwierigkeitsgrad auch noch so ein bisschen drehen. Auf dem Bildschirm sehen Sie jetzt alle Zeiten des ersten Qualifyings. Und nicht vergessen, die beiden Erstplatzierten dürfen in der zweiten Runde antreten, die in wenigen Minuten startet. Ja, deshalb gehen wir ins zweite Qualifying hinein. Ja, kriegt man auch immer voll schön Punkte, wenn es jetzt zwei Qualifyings sind. Ich begrüße die Fans der Motorrad-Weltmeisterschaft zum gleich beginnenden zweiten Qualifying. Ja, wir legen gleich los. Wieso kann ich an meinem Motorrad nichts machen? Oder war es im Qualifying immer so? Ich weiß es echt gerade nicht. So, wir steigen gleich drauf. Diesmal sind wir nur 12. Wieder 15 Minuten, das ist gleich geblieben. An sich ist dann eigentlich, sage ich mal, das Qualifying ein bisschen kürzer geworden. Weil im Moto 3 hatten wir 40 Minuten, jetzt 2 mehr 15, aber... Wie gesagt, ich habe die Zeiten eigentlich nie groß gebraucht. Am Anfang vielleicht ein bisschen, aber dann ging es eigentlich schon ganz gut. So, ich bin der Erste auf der Strecke. Ich bin jetzt noch gar keiner draußen. Alle noch am Chillen. Die schauen so, was ich gerade hier alles mache. Schauen mir erst ein bisschen zu, was ich für eine Zeit aufstelle. Und dann können sie sich danach richten. Oder nee. Also wie gesagt, MotoGP habe ich noch nicht groß angeschaut oder nicht oft. Ah nee, war das nicht so, dass es jetzt nacheinander jede eine Runde hat oder so? Aber wieso habe ich dann 15 Minuten? Ich weiß nicht, da gab es immer so ein paar Regeln. Ups. Das war natürlich ein bisschen schlecht gerade. Vor allem, weil ich jetzt eigentlich hier als 11 auch gekennzeichnet bin. Was ja jetzt auch nicht so ganz stimmt. Eigentlich habe ich ja gar keine Zeit. Und guck, jetzt kommt gerade eine raus. Oder war das so nacheinander oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich müsste mich da mal ein bisschen genauer informieren. Aber erstmal hier ein bisschen das Bike unter Kontrolle kriegen. An manchen Stellen rutscht noch ein bisschen und das kostet dann auch ein bisschen Zeit. Boah, Alter, wie du mit dem Ding driften kannst eigentlich. Mit dem Moto 3 Bike hätte es mich schon längst hingehauen. Deshalb fand ich das gerade auch ein bisschen komisch, war ein bisschen extrem der Drift. Ja, aber es kommen einige raus. Das mit dem Nacheinander, gab es da nicht auch mal was? Dass im zweiten Qualifying immer nacheinander gefahren wird? Oder bin ich da jetzt irgendwo falsch? Ich kann jetzt ja ganz normal eigentlich weiterfahren. 1,56. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich im ersten Qualifying hatte. Von der Zeiten her. Oh, auf den Korps. Das wird, glaube ich, nichts. Wir schauen mal den ersten Abschnitt an. Also, das ist schon einiges gelenkiger, das Motorrad. So, obwohl 300 Stelle jetzt echt gar nicht so viel ist. Also könnten wir theoretisch vielleicht noch doch irgendwo aufholen. Alter, ich liebe das so, Striche hinzuziehen. Macht eigentlich schon Spaß. Aber ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, wenn man es ein bisschen übertreibt. Guck mal, jetzt habe ich Scheiße gebaut mit den, ja, mit den Striche hinziehen und habe mich sogar verbessert. In der Zeit. Finde ich dann schon etwas seltsam. Aber gerade fahre ich auch gar nicht in der Ideallinie rum. Ich bin immer noch, obwohl, ja, immer noch Erster, kann ich jetzt nicht groß sagen, weil ich glaube, die Zeiten oder die anderen haben groß noch gar keine Runden gefahren. Macht es Spaß.
Und ich werde dadurch auch noch besser. Überall Striche hinmachen. Voll so ein Stricher. Die haben doch auch immer so Spitznamen. So der Doktor und so. Und ich bin der Stricher. Auch genial. Oder wie wird es im Englischen heißen? Keine Ahnung. The Liner. Kann man das so übersetzen? Das hört sich irgendwie dann wieder so an wie so ein Drogensüchtiger. Ich ziehe jetzt eine Line. So, wir schauen noch eine Runde. Weil wir ja vorher ganz schön Zeit verloren haben. Ups. Sorry, Kollege. Oh, jetzt bremst er hier. Poste Zeit, ich komme nicht vorbei. Gibt's doch nicht. Schon der 300 Stück knapp. Weil der mich so blöd ausgebremst hat. So, wir springen mal zur Box. Und dann schauen wir mal. Eigentlich... Ja, aber guck mal, die kommen doch so nacheinander. Irgendwie. Aber wir haben genug Zeit. Kommen wir nach unten? Doch, alle sind gefahren. Weil ja vorher relativ wenig da waren. Aber das sollte, glaube ich, sicher sein. Vielleicht haben wir überlegen, die Schwierigkeit ein bisschen hochzustellen, aber... Schau mal, wie es Rennen dann verläuft. Damit endet das zweite Qualifying. Jetzt wissen wir, welche Startpositionen die Fahrer morgen im Grand Prix einnehmen werden. Ja, und guck mal, Yamaha. Der hat sich Rossi plötzlich da. Habe ich den das Woche übersehen? Hier, Yamaha. Unter den Top 4. Okay, Platz 9 auch noch. Ah, da wird das Forward Yamaha jetzt nicht angezeigt. Oder der Unterschied, aber ja. Rossi aber nur Platz 4. So, und wir haben mal Level 31. Hier, da steht das neue Team freigeschaltet und so. Das heißt, in manchen Teams hätte ich gar nicht reingehen können.